Rechts von dir, Christian. Jetzt weiter am Zaun. Ja. Oder an der Mauer. Durchgeglitscht bei mir. Mist, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Da vorne ist ein Loch. Ich bin auch an der Wand. So, da kommt die Feuerwehr. Wo bist du, Lars? Moin. Moin. Ja, bei Henrik. Okay. Bin ich direkt hinter euch? Kannst du mal in den Turm reingucken? Tower und Feuerwehrturm? Ja, sehe ich nichts. Nix? Ja. Ich bleib immer so ein paar Meter hinter euch, ne? Ja. Ja. Guck ruhig auch nochmal nach hinten, ne? Das kann ja immer mal sein. Ja, ja. Kleine Analritter hier von hinten. Wir hätten natürlich, wenn wir einfach nur zu dem Camp wollen, hätten wir natürlich besser ganz außen rumgehen können, ne? Ja. Wenn wir uns den Rest sowieso sparen. Warte, Christian ist glaube ich noch. Ja, ich bin. Ich kann noch ein ganzes Stück hinter euch, glaube ich. Huch, wo seid ihr jetzt hin? Ja. Wir sind da durchgegangen kurz. Und dann in den Wald rein. Hol dich ab. Okay. Ja, ich kann mir schon denken, ja genau, das habe ich mir gedacht. Wollen wir uns die Baracke trotzdem noch angucken? Die kommt ja, kann sich lohnen, ne? Links. Ja. Baracke ist halt gefährlich, weil. Zur Zeit kannst du ja noch einfach ausloggen und dann auf einen anderen Server gehen und da dann einfach weiter loaden, ne? Und es gibt viele, die machen das einfach den ganzen Tag, stehen hinten in der Baracke und loggen die ganze Zeit nur um. Okay, spannend. Und dann triffst du da halt die Leute. Geht das später nicht, oder was? Nee, das geht immer nicht. Hoffentlich. Nee, auch dieses, dass du direkt ausgeloggt bist, das gab's in der Mod auch nicht. Das hat immer mindestens 30 Sekunden gedauert. Das haben die bisher noch nicht drin, weil das mehr von der Bandbreite vom Server verlangt. Verstehe. Also die Tür der Baracke ist zu, was jetzt entweder darauf schließen lässt, dass dann niemand war, oder die hat jemand zugemacht, um uns in Irre zu führen. Siehst du was durch Fenster? Warte. Bei Christian? Nee, weißt du, ich hab da gerade Bäume vor, ja. Oh, jetzt wieder was. Alter, jetzt glitscht es hier, was ist hier? Trink was. Wenn er sich denn mal entscheidet, das zu tun. Hallo. Ah. Dauert hier echt lang. Ah, das war ein bisschen schwer aufzumachen. Ja, Nagel abgebrochen. Okay, ich sehe einfach nichts. Okay. Aber ich sehe euch auch gerade. Ach doch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch nie jemand drin war. Nee, ich mir auch nicht. Vor allem der Server läuft ja jetzt auch schon in der Ecke, ne? Ja, eben. Vorsichtig auch, da halb rechts von uns sind ja noch mehr Hangars, ne? Da können noch mehr Leute sein. Wollen wir es wagen mit der Baracke oder lieber lassen? No risk, no fun, oder? Ja. Das ist mein Motto. Wo seid ihr hin? Wir laufen jetzt einfach rüber über die Straße zur Baracke. Die alle Türen sind noch zu, also ich glaube nicht, dass jemand die Arbeit macht. Ich halte mal hinten das Militärlager im Auge. Ich hoffe, wir meinen die richtigen Baracken oder die gleichen. Naja, das Gebäude hier. Ne, ich glaube, wir meinen die falsche. Da ist keiner. Ja, guck, Ich komme hier gerade aus so einem kleinen Wald hinaus. Ja, das ist so ein flaches Gebäude. Ja, da steht einer von euch vor, ich sehe. Ja, das bin ich. Das ist eine Militärbaracke. Ja, habe ich schon gedacht. Ist tatsächlich Loot drin.
Ich mach die Tür mal zu, ne? Ja. So, hier war noch keiner anscheinend. Ist ein Kompass? Nee, Quatsch. Ist ein Apfel. Mach nix, kann ich auch NW, S und E draufschreiben. Damit macht es die Frage. Das ist doch die Frage. So, ich mache mir jetzt die Arbeit und mache alle Türen wieder zu. Aber hier war nichts Tolles drin, oder was? Nee, leider nicht. Das liegt auch manchmal was unterm Bett, ne? Das sieht man nur, wenn man sich hinlegt. Mach die gleich wieder zu, aber wenn ihr eigentlich sagt, da war nichts drin, dann war da irgendwas drin. Also in dem Militärlager da hinten, in diesem Camp, da stehen auch noch Zombies rum, also da scheint echt noch niemand gewesen zu sein. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich frage mich, wo sind diese ganzen Menschen denn? Ja, ne? Das ist doch seltsam. Wo seid ihr? Die sich rum? Ja, ich bin jetzt wieder raus. Mach mal die Tür zu, wenn du rausgehst. Ich bin jetzt weitergelaufen zu den nächsten Hangars sozusagen. Ja, okay, dann gehen wir. Puh, ganz schön spannend, ey. Bloß nicht unvorsichtiger werden jetzt. Naja. Hat uns echt schon auf das Genick gebrochen. Ich bin halt immer ein bisschen langsamer, weil ich jetzt immer mal wieder durchs Zielfernrohr gucke. Ja, klar. Ist ja auch gut so. Aber es ist schon krass, also wenn man sich hinlegt und dann da hohes Gras in der Nähe ist, dann sieht man eben nix. Ne, genau. Und das ist die Schwierigkeit bei dem Spiel. Aber das finde ich super. Ja, es ist halt... Problem ist nur, dass es umgekehrt nicht so ist. Wenn jemand weit weg ist und du liegst in einem Gras und denkst, dich sieht niemand, das Gras wird nämlich auf gewisser Distanz nicht mehr angezeigt und dann, okay, mache ich. Und dann, ja, nimm die Axt. Nimm ruhig die Axt in die Hand. Mach nix. Back. Und dann, liegst du dann nämlich komplett, Achtung, ich benutze ein Moondice 7 Wort, exposed. auf dem Bild. Tja, das ist natürlich fies. Wenn die Welten nicht so weit laden. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Wenn da drüben jetzt einer liegen würde, würde ich ihn sofort sehen. Mitten im normalen hohen Gras, dann würden wir den zwar sehen. Also würden wir ihn sehen, obwohl er in relativ hohem Gras liegt. Ah. Leute, es gibt Grund zum Feiern. Ich hab Durst. Glückwunsch. Ja, das ist erschrecken. Ich krabbel jetzt hier an dir vorbei. Bewegt sich aber tatsächlich nix, ey. Gefällt mir gar nicht. Ne. Wir müssen da demnächst mal so ein Forum mal irgendwie konsultieren und mal gucken, was die Leute alle so machen. Hallo! Ich mal fragen, wo seid ihr eigentlich? So, jetzt vorsichtig, jetzt kommt hier nochmal das Militärgefängnis, da stehen zwei Zombies davor und die Tür ist zu, also da war wahrscheinlich auch noch keiner. Ich laufe vor den Hangars lang. Vielleicht gibt's auch in Chernobyl jetzt irgendwie so eine Spielhalle oder sowas. Achtung! Das nicht. Ja, du schnappst sie dir, ne? Ja, ich versuch's. Jo, eins. Oh, drei Zombies, ich korrigiere. Ich schieße nicht. Du machst das schon. Nee, schieß bloß nicht. Diese. Jo. Sicher. Roundbox funktioniert noch nicht so richtig, ne? Die was? Diese, Munitionskiste, oder was? Munitionskiste, genau. Uff, keine Ahnung. Noch ein Long-Range-Scope. Ach so, Okay. Echt? Wir sind jetzt in dem Gefängnis drin, ne? EU, oder wie heißt das? Moment. Heißt... Long-Range. Long-Range-Scope heißt es. Hast du Platz dafür? Nimm das mal mit. Ich will mal wissen, was das ist. Christian, hier ist noch ein Helm, falls du den brauchst, ne? Ich hab auch gerade einen. Nee, ich hab keinen Platz. Also meine M4 geht's nicht. Wird's wahrscheinlich für die Dings sein, die... Hier liegt noch ein Munitionsdingens für dich. Was denn? Magazin, 556 Magazin, ja. Wie ist da drin? Weiß ich nicht. Müsst einfach mal aufnehmen.
Voll, 30, sehr gut. Brauchen. Sag uns bitte Bescheid, falls du uns das Gefängnis, in das Gefängnis gehst. Ja. Ich lauf grad unten da lang. So rum. Grüner Rucksack. Äxte. Ja, hier ist eine Tarnhose, die werde ich mir mal anziehen. Ist vielleicht sogar noch ein Stück cooler als die rein grüne. Ach scheiße, ich habe einen Zombie gehittet. Ja, nimm die Axt. Manchmal packt er die dann gleich wieder auf den Rücken, ne? Ja, Quatsch, ne? Oh, der Sheet. Von einem Lager? Nee, nee, hier vorne. Ja, nun. Ja, ich höre den Zombie auch. Sieht ja ein bisschen aus wie die Katzenberger, ne? Und ich glaube, die würde bei so einem Gang nach vorne überkippen wegen dem Mehrgewicht. Oh. Wegen dem Leergewicht. Ja, Leergewicht. Wegen dem Vakuum im Kopf fliegt sie los. So, wo seid ihr hin? Draußen vom Gebäude. Vor dem Gebäude. Rechts vom Gebäude, sozusagen. Ja, okay. Da kommt noch einer. Bin hinter euch. Oh ja. Hä? Wieso hören die uns denn so weit weg? Ja, die sehen, glaube ich, ziemlich gut. Ja, die haben einfach eine krasse Aggro-Range im Moment. Ja, dann komm. Doch nicht, oder was? Das ist so seltsam. Hier ist tatsächlich niemand. Also, zumindest nicht ersichtlich. Nee, und der Server ist voll. Ich frag wirklich, also wenn es jetzt einen Side-Chat geben würde, was es ja in der Mod gab, also so, auf manchen Servern gab es halt einen Chat, so einen Global-Chat sozusagen. Ja. Da hätte man jetzt mal fragen können, sag mal, wo seid ihr denn? Was spielt ihr? Was ist hier kaputt? Ja, ich meine, gut für uns im Moment noch zumindest. Ja, aber es ist auch so, man ist die ganze Zeit so angespannt. Oh ja, und wie? Also das merkt man wahrscheinlich auch, wie wenig wir gerade reden. Ja, es ist...